Hi Leute, das ist Sanu hier. Das ist Tag 2 vom Goldene Kugel Event mit das beste Event in ganz Division 2. Und wir haben so viele neue Spieler gerade im Moment, die kommen und so viele Wiedereinsteiger, die eventuell vergessen hatten, wie geil das Event ist und oder es noch gar nicht miterlebt haben. Ihr findet das Event hier, gar wie bei den anderen Events auch, in dem Season Tab und dort könnt ihr das, wie gesagt, deaktivieren. Solltet ihr definitiv aktivieren. Hier habt ihr die ganzen Challenges, die ihr zu machen habt. Und so könnt ihr euch auch bestens vorbereiten. In knapp 2 Wochen startet die neue Season. Das heißt, ihr könnt euer Know-how noch ein bisschen hochprügeln, könnt die Sternchen, die ihr habt, ausgeben. Was ich euch empfehlen würde, wenn ihr nicht immer Bestimmtes sucht, dann nehme im Moment die Ressourcen mit. Ansonsten natürlich ganz klassisch, exotische Behälter sind halt nice. Oder benannte Behälter, falls da noch irgendetwas fehlt an Krams, ne? Deswegen nehmt das auf jeden Fall mit. Das Event macht mega Spaß. Auch mit Builds, die eventuell, ja, normalerweise nicht ganz so doll sind. Weil die goldene Kugel erlaubt quasi nackig rumzulaufen. Ihr könntet nur mit nichts und mit der Pistole durchgehend laufen. Wenn ihr die goldene Kugel habt, macht ihr alles nieder. Das ist einfach nice. Ich zeige euch mal ganz kurz, wie das Ganze funktioniert. So, die letzten 2 Wochen lief das Wächter-Event, was sehr, sehr cool war. Ich immer dachte, das wäre nicht so doll, aber es hat tatsächlich auch Spaß gemacht. Aber die goldene Kugel ist halt nochmal eine ganz andere Sache. Ihr seht hier, dass der Gegner die goldene Kugel gerade aufbaut. Und sobald er sie hat, nehmen wir ihn auseinander und übernehmen quasi die goldene Kugel dadurch. Außer jetzt hat er sie... Doch, jetzt. So, und jetzt war es, sind keine Gegner mehr da. Okay. Wieder ist eine sehr geile Sache. Ihr habt so einen schnellen Reload, so eine schnelle Feuerrate. Das macht einfach Bock. Ja, auf jeden Fall, Leute, könnt ihr das Ganze wirklich mal auch mit Builds spielen, die ihr vielleicht gerne habt, aber die vielleicht noch nicht so stark sind oder so. Die könnt ihr hier wirklich auspacken und könnt euch dementsprechend richtig schön austoben mit der goldenen Kugel. Ja, baust euch auf und gib's her. Absolut bekloppt. Ja, Leute, auf jeden Fall... Geht raus da, sammelt euch die Sternchen, bereitet euch auch schon mal mental vor auf Project Resolve und auf das, was wir da kriegen. Contentmäßig zwar leider ein bisschen dünn, aber der Rest ist nice to have und werden wir schon schön was draus machen. So, in diesem Sinne, Leute, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich sag, bis zum nächsten Mal, macht's gut. Bye.